Fregatte Hessen läuft aus mit ihrer 250 Mann starken Besatzung in das Mittelmeer und bereitet sich darauf vor, sich an einer möglichen EU-Operation Aspides zum Schutz der Handelsschifffahrt im Roten Meer anzuschließen. Sie wissen, dass dafür ein Mandat des Deutschen Bundestages erforderlich ist. Ein solches erwarten wir Ende Februar. Das Schiff wird sich zu diesem Zeitpunkt bereits im Seegebiet befinden. Wir haben über die letzten Monate seit den ersten Angriffen viel Zeit damit verbracht, uns die Frage zu stellen, wie wir einen deutschen Beitrag ausgestalten könnten. Und ich habe dem Minister in meinem militärischen Ratschlag im Dezember vier Dinge empfohlen. Erstens Beteiligung mit Stabspersonal sofort. Zweitens Beteiligung mit unseren Konvoi-Spezialisten zur Konvoiplanung und Konvoibegleitung auch sofort. Drittens Marineinfanteristen zum Schutz der Handelsschifffahrt an Bord der Handelsschiffe auch sofort. Und eine Flugabwehreinheit sehr zeitnah. Da uns allen bewusst ist, dass wir hier in eine konkrete Gefährdung einlaufen, und ich habe das mal so genannt, in einen möglichen scharfen Waffengang, war uns von vornherein klar, dass wir nur eine besonders durchhaltefähige und gut ausgebildete Einheit, ein Schiff, dorthin entsenden können. Die Hessen ist dieses Schiff. Es gibt keine Einheit in der deutschen Marine, die besser vorbereitet, besser ausgebildet und besser dafür ausgestattet ist. Was hat die Hessen in den letzten Jahren quasi in Vorbereitung auf solche Dinge getan? Sie hat die Flugabwehr um einen amerikanischen Träger für mehrere Monate sichergestellt, vor etwa anderthalb Jahren. Sie hat im letzten Jahr, im ersten Halbjahr, scharf ihre Flugkörper geschossen, auch gegen Drohnen. Sie war in den letzten fünf Monaten des letzten Jahres das Flaggschiff der Speerspitze der NATO, der Very High Readiness Joint Task Force Maritime, und hat mit dem eingeschifften Stab bis zu 10 Schiffe der NATO geführt. Und sie hat während dieser Zeit auch scharfe Drohnenabwehrübungen durchgeführt. Mit ihrer Sensorik, mit ihren Radaranlagen ist sie in der Lage, bis zu 400 Kilometer Luftziele aufzuklären. Und mit ihren Bewaffnungen, Sie sehen das, also hier sehen Sie einmal die Fregatte im Querschnitt. Alles, was Sie in grün sehen, sind Radaranlagen. Was Sie in Ocker sehen, sind Waffenanlagen. Darunter eben auch Flugkörpersysteme für verschiedenste Bereiche. Hier sehen wir noch einmal die Bereiche, wenn wir uns in die Region versetzen, in der die Fregatte aufklären kann. Und auf der nächsten Folie sehen Sie, wie sie einer Bedrohung begegnen kann. Und das in verschiedenen Ringen, in der Selbstverteidigung oder der erweiterten Selbstverteidigung mit Rohrwaffen und dem Flugkörper Rolling Airframe Missile bis zu 10 Kilometer. Wie findet das statt? Sie müssen sich das so vorstellen, da ist ein Handelsschiff, das geschützt werden soll, und die Fregatte würde sich daneben positionieren als sogenannter Goalkeeper, Torwart, sodass alles, was anfliegt, quasi in der Selbstverteidigungsbereitschaft der Fregatte ist und so das Schiff geschützt werden kann. Für den nächsten Bereich bis zu oder über 50 Kilometer kann der Flugkörper Evolved Sea Sparrow Missile eingesetzt werden, das dann schon im Verbandsschutz für mehrere Handelsschiffe und für die weiteren Reichweiten kann der Flugkörper Standard Missile 2 eingesetzt werden mit Reichweiten über 160 Kilometer, um auch gegen früh erkannte Bedrohungen dort wirken zu können. Und damit ist sie wirklich top ausgestattet. Warum machen wir das Ganze? Ganz klar, freie Seehandelswege sind die Grundlage unserer Industrie, aber auch unserer Verteidigungsfähigkeit. Das Rote Meer, und Sie wissen, dass etwa 90% aller Warenströme nach Europa und Deutschland über See erfolgen. Das Rote Meer ist die zweitwichtigste Seefahrtsstraße der Welt. Was passiert, wenn hier unterbrochen wird, haben Sie mit der Ever Given vor 3 Jahren erlebt. Kompletter Stillstand in einigen Bereichen der Industrie mit erheblichen Auswirkungen für einen langen Zeitraum. Und auch die jetzige Situation im Roten Meer führt schon dazu, dass wir Lieferengpässe haben und dass einzelne Unternehmen die Produktion einstellen.
Was bleibt am Ende ist mein Dank an alle beteiligten Stellen, die hier wirklich Großes in kurzer Zeit geleistet haben, um die Besatzung optimal vorzubereiten, das Schiff optimal vorzubereiten. Und meine Gedanken am Schluss sind bei den Familienangehörigen, die nach vielen, vielen Wochen und Monaten der Abwesenheit ihrer Lieben diese wieder gehen lassen müssen in eine Operation, die wichtig ist für Deutschland und die EU. Und meine Gedanken sind natürlich bei der Besatzung, die sich gut vorbereitet hat. Und ich will das mal sagen, und ich war am Dienstag gerade an Bord und habe ich mit Kommandant und Besatzung unterhalten, die mit professioneller Gelassenheit in diesen Einsatz geht. Ich wünsche Ihnen den Erfolg des Tüchtigen und dass Sie alle heil zurückkehren. Wir rechnen mit dem gesamten Spektrum von direkten und indirekten Angriffen. Das reicht von ballistischen Flugkörpern großer Reichweite. Und Sie haben die letzten Angriffe, glaube ich, vor wenigen Tagen, vorgestern meine ich, erlebt, was das bedeutet, über normale Seezielflugkörper bis hin zu Drohnen und auch Kleinstdrohnen, aber auch ferngesteuerte Überwassereinheiten im Kamikaze-Betrieb. Und dafür haben wir eben das Portfolio, was ich eben aufgezeigt habe, aber zusätzlich noch zwei Hubschrauber an Bord, die auch weitreichend gegen Seeziele dann dort wirken können. Ich kann Ihnen nur sagen, die sind top vorbereitet und die haben auch Dinge an Bord, die sie normalerweise nicht an Bord haben. Sie haben viel Zeit darin verwendet, sich auf diese Szenario vorzubereiten, sowohl im Teamtraining jetzt in den letzten Wochen als auch in dem Umgang mit der Einsatzregeln. Was darf ich eigentlich? Die Übungsmunition ist von Bord genommen worden und gegen Gefechtsmunition ausgetauscht. Wir haben Drohnenabwehrgeräte an Bord. Also es ist wirklich umfassend daran gearbeitet worden, den Schutz und damit die Auftragserfüllung 100%ig erfüllen zu können. Ja, und gerade erreicht uns noch die Eilmeldung, dass von Seiten der EU das Mandat für diesen Einsatz offenbar beschlossen wurde. Wir wollen das Ganze einordnen mit Frank Umbach, Experte für Außen-, Sicherheits- und Militärpolitik vom Cassis-Institut Bonn. Herr Umbach, ich grüße Sie und gleich die Frage, wie wichtig ist es Ihrer Meinung nach, dass neben den USA und Großbritannien auch die Europäer Präsenz zeigen in der Golfregion? Ja, guten Tag, Frau Dauster. Ich glaube, zunächst mal muss man noch mal klarstellen, dass wir ja unmittelbar bereits betroffen sind, weil es Angriffe gibt auf diese maritimen Lebensadern, von der die deutsche Wirtschaft, auch die europäische Wirtschaft, unmittelbar betroffen ist. Und die Stabilität dieser Seewege ist ganz elementar für die Sicherheitsinteressen Deutschlands. Und insoweit war dieser Beschluss, diese EU-Mission ins Leben zu rufen, auch wenn das Mandat noch verabschiedet werden muss, ja auch durch den Bundestag, mehr als überfällig. Trotzdem kann man auch darin eine nicht nur verspätete und viel zu langsame Reaktion sehen, sondern wir müssen uns auch da fragen, ob das auf Dauer ausreicht. Denn wir hätten uns ja auch an diese Koalition der Willigen der USA und der Briten anschließen können. Und das haben wir nicht gemacht. Warum haben wir das nicht gemacht? Soweit ich informiert bin, unterscheiden sich diese beiden Missionen auch in ihren Mandaten. Also die USA und Großbritannien mit ihrer Mission Prosperity Guardian unterscheidet sich von dieser europäischen Mission Aspides. Inwiefern? Die europäische Mission Aspides beschränkt sich allein auf diesen Geleitschutz, die Seeraumkontrolle und auf defensive Maßnahmen. Die Koalition der Willigen, wenn man so will, der USA und der Briten insbesondere, hat und konnte aus meiner Sicht auch nicht ausschließen, dass ja diese Angriffe prinzipiell verhindert werden müssen. Und das kann ich eben nur, indem ich diese militärischen Fähigkeiten und eben die Militärbasen der Houthis selbst angreifen muss, um diese Angriffe so weit wie möglich zu verhindern oder zu minimieren. Das ist nicht die Mission der EU.
Das ist auch Resultat der mangelnden militärischen Fähigkeiten, die im Resultat dann auch die außen- und sicherheitspolitischen Optionen reduziert. Es ist aber am Ende auch, das muss man mit Klarheit sagen, auch nichts anderes als eine sicherheitspolitische Trittbrettfahrerei, weil wir die höheren militärischen Risiken damit den USA und eben den Briten überlassen, obwohl wir mindestens genauso davon betroffen sind. Und das kann zumindest perspektivisch nicht die Dauerlösung sein. Dann schauen wir noch mal auf die USA und auch auf Iran. Iran, der ja der Hauptunterstützer dieser sogenannten Achse des Widerstands ist. Dazu zählen die Hisbollah im Libanon, schiitische Milizen im Irak, aber auch in Syrien und auch die schon genannten Houthi-Rebellen im Jemen. Jetzt heißt es immer, weder die USA noch Iran wollen eine Eskalation. Wie bewerten Sie denn die Lage? Wie hoch ist das Risiko trotzdem, dass es eskalieren könnte? Und wenn ja, in welchem Szenario? Das Eskalationsrisiko ist sehr, sehr hoch. Übrigens ja auch für diese EU-Mission und die deutsche Fregatte und ihre Besatzung. Denn die Houthis haben ja bereits angekündigt, dass sie sich geradezu freuen, wenn sie auch europäische Kriegsschiffe wie deutsche entsprechend angreifen können. Insoweit machen die Houthis auch keine Unterscheidung zwischen den Kriegsschiffen der USA und der Europäer oder warum man eine unterschiedliche Mission eben haben will. Aber mit dem Angriff auf die US-Militärbasen, zuvor ja auch schon auf die Schiffe, ist auch für die Biden-Administration eine rote Linie überschritten worden. Trotzdem will man natürlich keine Eskalation und will nicht direkt damit iranisches Territorium angreifen. Auch der Iran will keine direkte Konfrontation mit den USA. Aber er hat die Terrormilizen so eben ausgebildet, ausgerüstet über viele Jahre, um so eine Art Stellvertreterkrieg zu führen, die dem Iran erlaubt, unterhalb der Schwelle einer direkten Konfrontation mit den USA dann doch den Krieg gegen die USA und gegen die westlichen Unterstützer Israels zu führen. Und insoweit ist das Eskalationsrisiko bereits seit einer Woche deutlich erhöht. Und das erhöht eben auch die Risiken für den Einsatz des deutschen Kriegsschiffes Hessen. Die Amerikaner wollten sich eigentlich aus dem Nahen Osten zurückziehen. Jetzt sind sie wieder voll drin. Wie bewerten Sie die Lage? Ein kleiner Ausblick, wenn möglich. Was bedeutet das Ganze auch für die USA? Ja, als die USA wollten sicherheitspolitisch schon mehr als 10 Jahren ja den Pivot nach Asien. Das heißt, man wollte sich im Wesentlichen auf die Sicherheitsherausforderungen durch China im Südchinesischen Meer, die Taiwan-Frage und anderes konzentrieren. Und deswegen hat ja auch bereits unter Obama setzte das ja ein, die USA, die sich das sicherheitspolitische Engagement im Raum des Persischen Golfes und Mittleren Ostens eigentlich reduziert. Auch die Europäer sollten seit der Zeit ja schon mehr sicherheitspolitische Verantwortung übernehmen, weil sie von dieser Region unmittelbar auch energiepolitisch viel stärker abhängig sind als die USA. Und die USA haben lernen müssen über die letzten 10 Jahre und insbesondere eben auch mit Beginn des Gaza-Krieges, dass ihre Rolle hier als Weltpolizist in dieser Region nach wie vor nicht ersetzbar ist. Wenn Sie sich die Rolle Chinas zum Beispiel anschauen, China hat so gut wie keinen Einfluss, keinen größeren, engeren Kontakte auf alle Konfliktparteien, sprich in dem Fall Israel, und versucht sich eher als Führer des globalen Südens hier zu positionieren, eindeutig auf Seiten eben der Palästinenser. Und damit wäre zum Beispiel eine Friedensrolle Chinas vergleichbar mit den USA eben so nicht gegeben, weil auf israelischer Seite niemand in China entsprechend politisches Vertrauen entsprechend hat. Und insoweit ist diese Rolle der USA gerade in dieser Region nach wie vor unersetzbar, weil auch die Europäer weder politisch willens noch militärisch in der Lage sind, diese Rolle entsprechend zumindest kurz- und mittelfristig auszufüllen. Sagt Frank Umbach, Experte für Außen-, Sicherheits- und Militärpolitik am Cassis-Institut in Bonn. Danke für Ihre Analyse, Herr Umbach. Bitteschön. Schönen Tag noch. Ihnen auch, danke.